Die Erfolgsquote der Studenten ist sehr hoch, die Abbrecherquote ist sehr niedrig. Das hat was mit der Auswahl zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass wir als kleine Hochschule einfach nochmal andere Voraussetzungen bieten. Sie lernen und studieren in kleinen Gruppen, sie kennen ihre Professoren, sie kennen ihre Kommilitonen. Das hier ist ein sehr enges Miteinander. Es ist allerdings nicht leichter als an der staatlichen Uni, im Gegenteil, es ist eigentlich intensiver. Und mein Eindruck ist, dass die Studenten hier sich eher mehr abfordern als weniger. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sie eben Freude an dem mitbringen, was hier gefragt wird. Also die Einsamkeit mit dem Buch, die kennt ein Bucerius-Student auch. Und Durststrecken im Studium, auch wenn das hier auf dem Campus immer so nett aussieht und alle irgendwie freundlich miteinander umgehen, dieses Studium hat Durststrecken und verlangt Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, sehr komplexe Zusammenhänge zu analysieren, logisch scharf zu denken, sauber zu argumentieren. Das ist an allen anderen Hochschulen, in denen Jura unterrichtet wird, genauso. Das ist auch hier so. Die Anforderungen sind hier nicht geringer. Jura ist zu einem guten Stück weit keine Hexenkunst, sondern auch ein Stück weit Handwerk. Und das kann man lernen. Dazu dient das, was wir im Zentrum für juristisches Lernen machen, einfach Methodik. Wie baut man eine Klausur auf? Wie argumentiert man juristisch? Das sind Dinge, die man in der Schule nie gelernt hat. Und wer glaubt, dass er einen schönen Aufsatz schreiben kann, heißt noch lange nicht, dass er auch ein juristisches Gutachten hinkriegt. Die intellektuelle Vielfalt bringen die Leute mit, aber wie bringt man das juristisch so hintereinander, dass es in der Klausur auch die volle Punktzahl gibt? Das bringt unser Zentrum für juristisches Lernen den Leuten bei, damit sie mit ihrem Talent nicht an dieser Eingangsfrage scheitern. Wie strukturiert man das in einer Klausur? Wie bringt man das rüber? Das geht dann weiter über das Angebot für Studenten, die zum Beispiel ihren Lerntyp noch nicht richtig kennen. Der Alumni-Verein macht Angebote, wie man richtig lernt. Wir haben eine Frau, die hier Coaching anbietet für Studierende. Es gibt ja so Tage, da wacht man morgens auf und hat irgendwie den Eindruck, ich bin im völlig falschen Film. Es ist die falsche Sandkiste. Ich weiß nicht, ob ich hier weitermachen soll. Auch dafür gibt es dann jemanden, der einen begleitet und der einem hilft, über solche Fragen, die ja irgendwie auch typisch sind im Studium, also im Leben, aber auch im Studium eben typisch sind, hinwegzukommen und damit konstruktiv umzugehen. Insofern ist man mit diesen Fragen hier nicht alleine, sondern hat institutionelle Hilfe und natürlich die Kommilitonen um einen rum, die einem dann helfen, den Weg da schon zu finden.